Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kerbal Space Program. Ja, wir sind wieder am Start. Und zwar heute mit einer Duna Mission. Und jetzt klingelt mein Handy. Warum klingelt jetzt mein Handy? Seit 12 Minuten ist der Timer abgelaufen. Bedeutet, wir haben, wenn wir uns hier genau hinschauen, noch 3 Tage und 5 Stunden bis zum Start. Oder bis die Rakete starten muss. Hui, jetzt geht's aber heute wieder durch mit dem Blubbeln. Bedeutet, wir werden jetzt. Jetzt hängt sie. Schaut mal, was witzig auf. Ich sehe da oben eine kleine Facecam. Und dann hängt die sich im Aufbeladen. Wir laden jetzt öffnen. Jetzt muss ich sie wieder finden. Eieiei. Duna Projekt Orion. War das Duna Projekt Orion? Nee, warte mal. Was war Duna Projekt? Ach, das war der ganz alte. Oh, das war das ganz alte Projekt. Oh, aua. Nord-SOS. Alter, wir haben schon so viele Raketen gebaut. B-Rover für Mars. Hier. Das war das Teil hier. Ich hoffe, das funktioniert, ganz ehrlich. Ich habe teilweise echt Angst, dass das nicht klappt. Was für ein Antrieb haben wir eigentlich da drunter nochmal? Ah, die haben die kleinen, okay. 1900. Oh Gott, das wird. Aber lassen wir die Rakete einfach straight rausrollen. Und schauen an, dass wir in die Atmosphäre kommen mit dem Teil. Damit wir bald mal, sehr, sehr bald, auf Duna landen können. Ich glaube, das ist unser aller Wunsch, diese Rakete oder diesen Rover auf Duna zu sehen. Das ist eigentlich auch der, wie will man sagen, Hauptgrund für diese Riesenmission. Eve ist ja nur so ein Nebenprojekt, ganz simpel gesagt. Jetzt fürs Erste. Am wichtigsten ist für uns Duna. Aber wir werden den heute in der Folge auch machen, damit wir die nächsten Folgen sozusagen nur noch Ankünfte haben. Es ist schon wieder Nacht. Ich würde sagen, 3, 2, 1, lift off. Das ist immer noch eine der brutalsten Raketen in diesem Scheiß-Game, die ich bis jetzt in diesem Server in meinem Let's Play habe. Im ganzen Game ist natürlich nicht das heftigste. Da habe ich eine heftigere schon gebaut. Auch eine One-Stager. Also wirklich ein komplettes Stage, die hochliefert, abkoppelt das Teil, was hoch soll, umdreht, landet. Leider noch ohne Skript, bedeutet, ich muss immer fummeln und es geht zu 90% schief. Aber die Dinger, Alter. Ich freue mich schon, wenn wir echt bei Duna sind. Weil es wird sicher so sein, das kann ich euch versprechen, dass ich glaube, nach einem Ingame-Jahr oder zwei, ich denke, irgendwann der Rover versagen wird. Aber bis dahin hat er uns so viel Informationen über den roten Planeten gebracht und wir sollten so viel Wissenschaft haben, dass wir hier in unserer Atmosphäre die ersten Großprojekte planen können zum dauerhaften Besiedlung von Duna. Und ich glaube, das ist der springende Punkt, eine Dauerbesiedlung. Weil um den Mann ist es schwer, da müssen wir dann transferieren, halt wegen der Strahlung. Außer sobald wir, ich glaube, sobald wir den Magnetfeldgenerator haben, sollte das besser funktionieren. Es läuft jetzt schon sehr, sehr gut. Also soweit ich das gesehen habe. Ich habe seitdem nicht mehr ausgewechselt. Die Crew, die sind immer noch unter 0,024 Radiation pro Stunde. Und es schaut immer noch sehr, sehr gut aus. Aber die werde ich bald auch auswechseln. Alle 6 Personen. Alter, jetzt wird es dunkel. Jetzt seht ihr natürlich wieder wenig. Es tut mir natürlich leid. Darüber habe ich jetzt nicht nachgedacht. Aber die Zeit ist halt auch irgendwie begrenzt. Ah, ein schönes Bild ist es auf jeden Fall. Wir gehen mal ein bisschen in die Neigung schon. Stopp, rollen, 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 rollen. Gehen direkt schon mal schräg. Und verabschieden uns, oder der Rover verabschiedet sich von Kerbin und Kerbin verabschiedet sich vom Rover. Denn er wird diese Planeten nie wiedersehen. Außer wir brauchen irgendwann eine spezielle Mission, die nur dazu da ist, den Rover von Duna wieder zurückzubringen, um Geld zu kriegen. Oder wir reparieren ihn irgendwann mit einer Reparaturlandung oder Mission. Wenn wir genug haben, können wir Flugzeuge auch auf Duna haben. Das wäre dann Next Stage. Flugzeuge müssen wir uns auch mal drum kümmern. In der Atmosphäre können wir bestimmt noch viele Daten sammeln. Denke ich mir mal.
So, wir kommen immer weiter raus. Wie schaut es mit unserer Umlaufbahn aus? 40.000. Wir gehen auf eine 45 oder ein bisschen unter 45 Grad jetzt. Nochmal 35. Und Stage decoupeln in 3, 2, 1. Decoupeln! Da fliegen's. Im KRM-Modus bin ich noch viel härter bei solchen Sachen, wie jetzt das Droppen lassen, weil ich da versuche, so viel wie möglich meine Raketen immer zu, sagen wir mal, rescuen. Bedeutet, ich versuche dann da so viele Fallschirme noch dran zu bauen. Wenn es mir kostet, klar, beschissen, aber der Vorteil ist, dass, wenn die auf dem Boden landen, ich kriege eh das viel Geld wieder, also auch den Teil von den Fallschirmen. Ich habe mehr dadurch wieder gewonnen, als was ich ausgegeben habe für die Fallschirme. Was natürlich dann wieder Plus, Minus ergibt. Ich habe mehr Geld wieder am Ende. Keep rolling, 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 rolling. Wir also suchen gleich mal auf einen 100 Kilometer Orbit auf der Seite zu kommen. Aber wird natürlich schwer. Keep rolling, 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 rolling. Und das da vorne muss ja auch geschlossen bleiben. Da darf ich nicht drauf drücken. Das ist ja einer meiner schlimmsten Fehler. Hatte das einen Grund, warum das da oben war? Oh, das hatte einen Grund. Hat keiner gesehen. Die müssen wir eh nochmal dann alles neu stagen. Wir steigen immer noch. Die Stage Burn. Und wir sind wieder im Orbit. Und schon 40 Kilometer auf von unserer Startposition. Das kann doch gar nicht sein, oder? 40 Kilometer. Ah, nee, das sind die Booster. Ich habe die Booster gerade verwechselt. Hoppala. So, ein bisschen tiefer zu gehen, damit. Ja, genau. Hört sich vielleicht bescheuert an, was ich jetzt hier gerade mache. Aber ich versuche sozusagen währenddessen schon die andere Stage hoch zu boosten. Dass sozusagen der Periapsis schon so hoch wie möglich ist, damit wir ganz wenig Boost geben müssen, um den dann hochzukriegen. Und der einzige wirkliche Weg dafür ist natürlich, die Rakete nach unten zu pointen. So, jetzt können wir aber ein bisschen hoch wieder. Wieder ein bisschen runter. Jetzt sind wir wieder bei 100.000. Und jetzt machen wir X. Weil der Booster soll wieder zurück zur Erde. Bedeutet, die koppeln. Wir fahren das Kühlmodul aus, wir fahren das Solarmodul aus. Wir bereiten die Rakete für die Reise vor. Da fliegt der Booster, wir tun uns wieder Prograde ausrichten. Schauen, dass wir beim Periapsis Burn einen Burn machen. Oder nee, das Apoapsis. Hoppala. Und dann haben wir hier noch 2000. Und dann noch, also insgesamt um die 4000 ms pro Sekunde, die wir jetzt verburnen können. Wie viel Schubbüste dürfen wir denn mit dem Teil geben? 2. Weil wir haben 2 mit der. Das ist eh dann die Transaction Burn Richtung Duna. Und jetzt halt noch einmal den Apoapsis rauszukriegen. Bedeutet, wir schieben jetzt einmal an. Ganz vorsichtig natürlich. Jetzt sind wir in einer Umlaufbahn, einer statischen. Perfekt. Und ungefähr in der Höhe, in der wir sein müssen. Wenn diese Zündung jetzt kaputt geht, ist unser Flugmanöver im Arsch. Deswegen speichern wir hier mal. Und das mache ich jetzt echt wenig. Rover Duna. Nehmen wir das Ganze. Und speichern es. So, und jetzt müssen wir planen. Und zwar, dafür brauchen wir jetzt hier das. Edit Alarm. Nein, ich will doch nur... Genau, perfekt. So. Der Timing of Event ist in 3 Tagen, 5 Stunden und 36 Minuten. Add Manöver hier.
Jetzt passen wir das Ganze an. Next Orbit. Next Orbit. Next Orbit, Next Orbit. Einfach vorspulen, bis wir die 3 Tage haben. 3 Tage, 5 Stunden waren es, genau. 5 Stunden, 24 Minuten. Dann tun wir hier noch Manual Adjust, noch ein bisschen mehr. Aber nur, weil das sind... Oh. Jetzt sind wir... Ich schaue auf den komplett falschen Punkt, ich depp. Okay, und jetzt müssen wir auf die 36 Minuten kommen. Perfekt. So, das passt besser. Und dann gehen wir auf Zahlen und geben jetzt erstmal die groben Daten ein, die wir haben. Projection Prograde brauchen wir. Plus 1300. 50, 3 und 5. Gut, und dann brauchen wir wahrscheinlich wieder einen Prograded haben wir. Normal brauchen wir minus 50. Minus 50. Minus 3. Und minus 6. Und Heading Radial ist nichts mehr, oder? Ne, passt. Dann schauen wir mal, was genau jetzt rausgekommen ist bei der AED. Ob wir es schon treffen oder nicht. Dann tun wir mal Duna hier als Ziel setzen. Nicht mal ansatzweise. What the fuck? Mal hier auf Reset und wir gehen mal hier in den Umschaltmodus. Ich burn mal erstmal vollkommen Prograde. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Warte mal, hä? Muss mal Radial hier einstellen. Und jetzt muss ich doch eigentlich nur schauen, dass ich... Ich check gerade gar nicht, was läuft denn jetzt schon wieder schief? 3 Tage, 5 Stunden, 24 Minuten. Check. Von der Kraft her waren wir bei, ja, ich muss es nochmal eingeben, aber bei ca. 1300. Und dann sind wir hier wieder ins Minus gegangen. Das waren irgendwas mit 50, aber es hat ja nichts gebracht, so. Das Problem ist ja, dass wir halt hier voll daneben sind und einfach die Richtung in eine komplett andere Seite gehen. Bedeutet, in dem Fall müssten wir eigentlich die radiale Richtung verändern. Was aber wieder absolut keinen Sinn ergibt. Wie sollen wir eine Transaction auf der, zu Duna schaffen, wenn die Richtung einfach komplett falsch ist? In der Höhe passt es nicht. Duna... Und Eve steht hier, Moho ist hier. Ist der Zeitpunkt einfach komplett falsch? Next Orbit. Sind wir einfach viel zu früh am Ende? 6 Tage. Das macht absolut keinen Unterschied. Gehen wir runter auf die 3 Tage. Ich glaub's ja nicht, hä? 3 Stunden, 5 Stunden dran. Okay, warte mal. Wir stellen mal das ein, was wir circa gesagt haben.
Wir machen nochmal circa. Ich mag mal kurz wissen, ob ich da jetzt gerade komplett doof bin oder. 1300, wir machen es circa. Muss jetzt nicht genau sein. Es wäre halt interessant zu wissen, wo jetzt der Fehler liegt. Wir machen hier die 50 minus. Und wenn ich jetzt sage, hier, ich mache hier Manöver. Ich muss ja nur meine Flugbahn abändern, oder? Damit das passt. Alter, das wird wieder ein übelst anstrengender Trip. Kürzeste Entfernung. Das ist nur noch die Höhe. Okay. Aber okay, dann passt der erste Burn rein theoretisch. Und dann tun wir den ansetzen. Dann setzen wir den ersten Burn jetzt in 3 Tagen, 5 Stunden an und fliegen dann so. Das dauert zwar eine halbe Ewigkeit wahrscheinlich länger. Aber ich check's sonst nicht, wie sie wollen, dass wir fliegen. Ganz ehrlich. Bin ich ein bisschen ratlos, ein bisschen. Aber so werden wir zwar wahrscheinlich viel verburnen, aber wir haben... Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir jetzt in der drin? Kann ich das hier circa sehen? Oh. Das könnte zu viel werden. Oh, fuck. Ich hasse es. Das gibt's doch gar nicht mehr. Kann ich hier noch was irgendwie abändern? Was, da war es schon. Das schaut gut aus. Warte mal, da kommen wir hin. Ich hab's, glaube ich. Ah, da war gerade was. Also Eigen-Orbit-Treffer. Brauchen wir denn da wieder? Oh, fuck, viel. Aber dafür ist ja die eine Stage eigentlich voll da und die andere ist eigentlich zum Abbremsen teilweise da. Jetzt haben wir einen Duna-Encounter. Als ob. Hä? Wie knapp ist es? 75 Kilometer. Planeteninfos. Planeteninfos. Atmosphärenhöhe ist 50.000. Und mit 57 sind wir perfekt. Wenn wir dann hier ein Manöver hinzufügen. Ja, das passt perfekt. Da gebe ich die 1000 MS extra her, die nicht eingeplant sind. Und wir kommen richtig gut rein. Perfekt, so wollen wir das haben. Jetzt müssen wir nur noch das Teil ausrichten. Der Schub dauert insgesamt 3 Minuten, was natürlich auch ordentlich ist. Bloß ich glaube, unsere Transition ist dafür diesmal echt besser. Aber ich hätte beinahe schon wieder viel zu viel verbrannt. Ich hätte jetzt fast 5000 MS gleich benötigt. Achso, warte mal, die ist wieder ausgerichtet. Jetzt weiß ich, warum die so rumschwingt. Die will immer noch auf ihren Originalplan hin. So. Perfekt. Und jetzt müssen wir ordentlich vorspulen.
Das wird jetzt eigentlich die ekligste Sache. Schauen, dass wir rechtzeitig... Warte mal, ich kann mir doch zum nächsten Manöverpoint add. Manöverpoint B-Rakete ist in 3 Tagen... Sie soll 5 Minuten davor stoppen. Add Alarm. Ist in 3 Tagen. Und jetzt halt machen wir einfach Vollboost. Ah, das funktioniert perfekt. Moment. Da ist ein ganz, ganz böser... Da ist ein ganz großer Fehler am Haken. Da hat die Flugbahn einen richtigen Fehler. Oh, shit. Oh. Ich versuche jetzt nochmal den Encounter so hinzukriegen, wie wir es brauchen. Das sind sogar nur 1500 jetzt. Holy shit, das ist noch besser. Leute, wir werden besser. Oh fuck, das war zu viel. Oh fuck. Ist er noch da? Nee. Oh fuck. So unangenehm ist es teilweise. Das ist richtig kacke. Das ist einfach sowas von crazy. Komm schon. Sind wir nicht mehr so weit entfernt wie davor. Aber es ist halt doch immer wieder runter hin. Aber wir sind bei 1500. Das ist ja echt nichts. Okay, jetzt sind wir echt schon nah. Jetzt wird immer besser. Oh, seht mal. Da kann ich auch dran rumscrollen. Hupsa. Das war jetzt nicht unbedingt der Plan. No, wo ist er hin? Come back. So, wieder ganz weit weg. Was ist jetzt los? Jetzt ist er mir nur wieder voll weit abgehauen. Ah. Ganz vorsichtig wieder zurück.
Was heißt denn hier ganz vorsichtig, meine Fresse? Ah. 100.000, das passt jetzt, gut. Nochmal ausrichten. Hey, aber wir sind nah dran. Und auf jeden, ich hoffe auf jeden Fall besser als davor. Ja, die Flugbahn schaut auf um einiges besser aus als davor. Holy shitballs. Okay. Diesmal nur eine Minute Schubzeit, aber das ist umso besser eigentlich, weil dann haben wir die andere Stage komplett zum Bremsen und dann haben wir 2000 MS nur zum Bremsen. Wir nehmen die andere aber trotzdem mit, falls sie doch noch nützlich wird für uns. Wir gehen bei der Hälfte hier vorspulen. Eieiei, das war wieder eine lange Folge. Und Rakete ist ausgedrückt. Full Burst. Perfekt. So wollen wir das. Am Nachthimmel fliegt unser kleiner Wolkenflitzer dahin. Boah, wir tun ganz knapp die Atmosphäre schon ergreifen. Huh. Am Mann fliegen wir kurz vorbei. Wir machen da voll die Kombination hier draus. Aber es funktioniert gut. Ich muss das Teil bloß schnell burnen. Nur einmal schnell runterburnen. Und ich darf ja nicht vergessen, dass ich diese Kapsel oben nicht aufmache. Ansonsten war die Mission für den Arsch. Das ist ja so typisch wieder. So, die Mission kommt immer näher. Mein Handy wird crazy. So. Vorsichtig. Ist gar nicht mal so leicht teilweise da perfekt den Punkt zu treffen, wo wir ihn burnen müssen. Aber wir haben noch 5000 Meter pro, 500 Meter pro Sekunde. 5000 wäre ein bisschen viel. Aber ja, fliegen tut das Ding ganz gut gerade. Ja, es wird knapp. Es wird echt ein ganz enger Striff. Oder auch nicht, wir werden es treffen. Das war jetzt aber nicht der Plan. Ist es so gut, wie wir es erhofft haben, oder eher weniger? Oh no. Wir brauchen jetzt auch die andere Stage. Die Kappeln. Wie viel Boosts haben denn die? 17, das geht gut. Aktivieren. Und nochmal gucken. Ganz vorsichtig. Wir müssen nur in die gute Nähe kommen. Den Rest können wir unterwegs machen. Aber sobald wir wenigstens mal auf dem Weg sind, ist ja alles perfekt. Gut. Dann würde ich sagen, jetzt wird es eher spannend, weil wir wirklich tief kurz vorbeifliegen. Aber wir fahren jetzt nochmal alles ein. Solarmodul einfahren. Kühlmodul einfahren. Aber wir sind eh schon wieder auf dem Weg. Andersrum drehen. Ich habe total vergessen, dass wir ein extra Kühlmodul sogar hier eingebaut haben für die Reise. Total crazy. So, das können wir x'en. Das können wir auch x'en. Wir setzen einen. Wir gehen zu. Ich würde sagen, wir setzen hier nochmal einen Manöverpoint. Hä? Ich dachte, wir machen eine Intersection mit dem.
Jetzt habe ich gerade irgendwie die Ansicht verloren. So, warte mal. Ist es dann, wenn man so seitlich burnen muss, oder wie? Ich muss das Teil wieder selber ausrichten, warte mal. Ich glaube, ich schlau, wenn ich es anders mache, aber hey. Setzen wir jetzt mal auf der aktuellen Flugbahn Manöver hier hinzufügen. Oder sollen wir das ein bisschen früher machen? Komm schon, Alter. Das sind 260... What? Das sind noch Ewigkeiten hin. Okay, Leute, ich würde sagen, ich tue mich darum dann kümmern. Und mache auch dann den Satelliten to Eve noch fertig. Und wir sehen uns dann wieder, wenn wir auf Duna oder Eve sind. Also, bis dann. Ciao!